Hallo aus Palma, beziehungsweise hallo aus oder von Mallorca. Buenas tardes, ihr Lieben. Ja, ich war die Tage, gab ja auch ein Video auf YouTube, wo ich kurz durch Algaida, nee, durch Randa zurückgefahren bin. Mhm. Ich war die Tage bei Mandia Way und durfte da diesen neuen Wein probieren. Guckt mal hier im Hintergrund, da ist eine Katze. durften diesen neuen Wein probieren. Ist ein leckerer Wein von Mandia Way, ein Merlot Fumé. Ist ein Weißwein aus einer Rotweintraube. Richtig. Also ein Blanc de Noir oder Blanc de Negre hier. Ist in der Tonflasche, in der Steingutflasche, wie alle Weine von Mandia Way. Mhm. Und jetzt darf ich ihn mal probieren. Darfst du ihn mal probieren. Ich habe ihn nämlich probiert und habe ihn einfach mitgenommen ohne Sandras. Okay, aber sie darf ihn jetzt probieren. Wir probieren ihn jetzt. Schenk mal ein, das gute Tröpfchen. Und dann hoffe ich, danke dir, dass auch Sandra damit zufrieden ist, dass ich den einfach mitgebracht habe. So, korken wir da drauf. Wie gesagt, ist ein 100% Merlot als Weißwein gekeltert. Guck mal die schöne Farbe. Mhm. Wow. Muss ein bisschen mehr zu mir haben im Glas, dann sieht man beide. Salut. Da bin ich jetzt mal gespannt. Riecht schon mal sehr, sehr, sehr fruchtig. Ist ein ganz trocken spritzig, ausgebauter Wein, also Trockenheit. sehr wenig Restzucker. Mhm, riechst du Hat aber dafür, wird Sandra vielleicht gleich merken, trotzdem eine schöne Frucht. Ui. Ui. Wie viel Prozent hat der? Der hat 13%. Ist aber hervorragend. Hat Aromen von reifen Früchten, von Gemüse. Ist ganz fruchtig, erfrischend, spritzig, toll. Der genau, für einen trockenen, für den richtig trockenen Wein ist der richtig, hat eine richtig schöne Fruchtnote mit drin. Und was soll man sagen, ist ein toller Wein geworden. Und für das, dass es ein Blanc de Negre ist, ja, nicht nur zum Essen, finde ich, geeignet, sondern den kannst du dir auch mal so. Geht gut so, ja, geht auch zu Fisch, geht zu Kalb, geht zum Essen, geht auch so auf der Terrasse, ganz, so wie jetzt bei uns hier. Heute hier nach Feierabend schön mit meiner Frau auf der Terrasse sitzen, schönes Weinchen trinken. Kleiner Wind kommt, die Schwüle geht langsam wieder weg gegen Abend. Und ja, ist ein richtig schöner Wein. Was man noch dazu sagen muss, Fumé, weil er hat etwas Barrique, was uns ja eigentlich im Weißwein immer gar nicht gefällt. Also wenn wir einen Weißwein trinken und man hat im Weißwein die Barrique-Note, das ist aber unsere persönliche Meinung, mögen wir das nicht so. Mhm. Hier hat er einfach ein bisschen Barrique bekommen, drei Monate, um einfach etwas Körper zu bekommen. Das Schöne ist aber, dass man merkt ihn nicht. Also wenn man nicht sagen würde, also Sandra hat es auch nicht rausgeschmeckt, also wenn man nicht sagen würde, dass er Barrique hat, würde man es auch nicht wissen. Also es ist alles wieder, ja, wie immer eigentlich beim Thomas sein Wein. Mega schön integriert, toll ausgebaut und ist wirklich ein ganz, ganz toller Wein. Nein, so ein Stück noch, jetzt sieht man es. Salut, mein Schatz. Die dürfen noch nicht zurückkommen. Noch nicht. Den Wein haben wir für euch ab sofort im Shop. Wir hatten ja erst den Sauvignon Blanc vom Thomas Wamsgans, der war dann relativ schnell ausverkauft. Kurze Zeit. Wir hatten dann den hier probiert, weil wir hatten ja immer von ihm eigentlich ein Weiß, ein Rosé, ein Rot. Das ist dann ein Cuvée aus drei verschiedenen Trauben. Ja, genau. Sandra weiß 40% welche. 40% Viognier, 40% Chardonnay und 20% Muscadet. Ist auch ein ganz toller Wein. Ja, den haben wir jetzt ganz gut auch für den Sommer noch ganz richtig, dass du auch wirklich einen weißen noch hast von Thomas. Ja. Und der verkauft sich sehr, sehr gut. Ist fast ausverkauft. Mhm. Haben wir die letzten Kisten beim Thomas abgeholt. Jetzt gibt es praktisch keine mehr. Wir haben noch 5 oder 6 Kisten im Laden, dann war es das. Aber wie gesagt, wir haben ja Glück, es gibt noch den hier. Und der wird noch ein paar Wochen reichen, bis es dann nächstes Jahr die neue Ernte gibt. Die Ernte läuft ja gerade schon auf Mallorca. Ernte ist in vollem Gang schon seit ein paar Wochen. Und nächstes Jahr wird es dann wieder alle Weine neu geben. März, April wahrscheinlich dann die ersten neuen Weißweine. Also wer möchte zuschlagen im Laden, ist er jetzt Mandia Way Merlot Fumé. Kommt einfach vorbei und genießt den. Guck mal, und zum Kater geben wir ja auch was. nee.
Nee. Salut nochmal, mein Schatz. Salut. Danke fürs Zuschauen. Kommt vorbei, holt euch den Wein oder auch den anderen. Und habt ja. einen richtig schönen, ne? Genau. Feierabend. Genießt ihn. Hoffentlich bei euch auch. Bei euch, ich glaube, in Deutschland ist es eh kühler. Wie bei uns jetzt. Wann auch immer ihr das Video seht. Morgens, abends, mittags. Einen schönen Tag noch. Schönen Resttag. Schönen Resttag. Dein Daumen muss weiter nach vorne. So, jetzt sieht man ihn. Zu kurz. Ja, das war's mal wieder. Liebe Grüße von Sandra. Und Patrick. Aus dem Cannes Gourmet. Bis zum Lass nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss, ciao. Adios.